Dann könnten wir hier den ganzen komischen Spawny-Spawny-Kram hinpacken. Wobei sich das jetzt auch nicht gut von den Küchensachen abhebt. Ja, ist schon besser. Ionfächer. Haben wir noch was? Die Enderman-Perlen. Und gut, heute Andy, den Glowstone hier. Ba, 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 ba. Ja. Ja, das war's auch einigermaßen. Hui, einige Melonenscheiben. Ja. So, was ist da noch so drin? Holz. Ja, so, dann können die beiden Jungs hier auch weg. Respekt. Oh, da fällt mir ein Dach fehlt noch. Ach, ich Profi. So, dann kann der auch weg und die Workbench würde ich da ganz gerne lassen. Dann können wir hier das so wie so eine Art dahin oder ja, mach ich mal so hin. Ja, das geht doch. Geht doch klar, Digga. Ich hätte ja Lust, hier jetzt einfach einen Kuchen rauf zu tun, aber wo denn hernehmen, wenn nicht stehlen? Ja, ich glaube, das wird schon besser aussehen, wenn wir hier die Wände komplett aus diesen Stone Bricks basteln. Ich weiß, es könnte jetzt so ausgelegt werden, als würde ich das auch kopieren, aber gut. Es können ja mehrere Leute... Hä? Achso, wir haben da gar keinen. Das wundert mich. Na gut, ich wollte sagen, wir haben da gar kein Getreide angepflanzt. Kann ich aber nachhelfen. Dann brauchen wir jetzt nur den einen Knochenmann hier. Inzwischen ist das Gras auch nachgewachsen. Gewachsen. Haha, ein Blümchen. Schön. Ja, kommen da jetzt noch mal ein paar Seeds hier? Das ist nicht schön. Das wollte ich doch so ein bisschen angeben, von wegen, hör, guck mal, ich kann die ganzen Seeds hier machen. Na gut, mit brachialer Gewalt. Also, Gewalt ist ja meistens brachial. Na komm. Da wir uns hier sowieso wahrscheinlich keine... Wie heißen die Jungs? Keine Wölfe zähmen werden. Oder auch... Hundi! Sag mal... Das hat doch vorhin so super geklappt. Warum denn jetzt nicht? Was ist denn in dich gefahren? Ah, here we go. Und Rose ist auch dabei. Rose ist am Start. Warum ist das jetzt so nicht anders? Tell me guys, what's wrong in here? Ach so, da war der guter Mr. Pumpkin. Die Pumpgun. La 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 la. Ich hätte eigentlich auch mal Lust, was im Nether zu bauen. Vielleicht spawnt denn da ja sogar irgendjemand. Vielleicht ein Zombie-Pigman oder wer auch immer. Oder ein Nyan-Cat. Aha. Ja, hast du ganz toll gemacht. Wir haben ja Getreide irgendwo. Dann könnte ich ja theoretisch mal... Schade. Na, du, husch. So, so, so.
werde mir jetzt erstmal ein bisschen Werkzeug machen. Und wir haben... Nein. Sehr schlau. Dieser Block muss da, glaube ich, doch wieder weg. So. Ja, klicken ist gut. Zumindest am Anfang. Wenn es nachher noch klickt, dann ja. Dann klaut das Evil Chicken die Cobblestones, die auf den Pressure Plates liegen. Und neue fallen drauf und es wird wieder aktiviert. Böse Nummer. Ups. Ja, da ist, oder? Da ist ja noch einer. Dann brauche ich ja nicht alle 5 Sekunden neues Werkzeug machen. Vielleicht sollte ich auch mal 3 Spitzhacken machen. Könnt ihr euch noch an die Folge erinnern, dass ich mal erwähnte, oh, wir brauchen ja gar keine Schaufel hier? Ich habe mir die vor kurzem teilweise ansehen müssen. Okay, vorhin. Und naja, da musste ich schon ein wenig grinsen. Womit baut man denn sonst Schnee? Ich kann mich natürlich rausreden, okay, ich habe so gemeint, wir brauchen ja gar keine Erde abbauen oder Sand abbauen im großen Stil. Also richtig Farm in der Andreas Elsholz Gedächtnisstätte und so, sondern bauen das ja mehr so im kleinen Stil ab, ne? Hier mal einen Block von den 26 umbauen und so. Und mit dem Sand habe ich ja bislang auch noch überhaupt ja nichts angefangen, außer 2 komische Kakteen draufsetzen, was ja auch nicht so, ja, beeindruckend ist, genau. Da brauche ich hier gar keine Anglizismen raushauen, da kann man auch ein schönes deutsches Wort raushauen. Raushauen. La la la. La 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 la. Könnte ich eigentlich auch mal andere Lieder reinnehmen. Ich möchte es ganz gerne dabei belassen, dass nicht so viel von Louis da drin ist. Nicht, dass es Beschwerden gibt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut mit... Na gut, 2 sind ja eigentlich auch ein bisschen knapp geraten. Aber ich habe hier noch einige CDs rumliegen, also... Da können wir noch das ein oder andere Stück reinnehmen. Jetzt ist hier, glaube ich, was ist das? Jazz Lips. Dann gibt es ja auch noch den Basin Street Blues. Oder Basin, oder Basin, oder wie auch immer. Ja, sorry, da fällt mir gar kein Text zu ein. So schnell kann ich gar nicht mir einen Text ausdenken, der halbwegs vernünftig ist und nichts mit ey yo, alter Digga, voll ey und so und krass und abge und so. Ja. Und dann spielen die da so schnell. Bis die Finger glühen und darüber hinaus. So, jetzt müssen wir aber wirklich mal neues Werkzeug bauen, denn das war die letzte Speedzogge. Und wir haben... Yeah! Wir haben fast 2 Stacks voll bekommen. Hi! Damit lässt sich doch kurz was anfangen. Yeah, schönes Call and Response hier. What a, what a, what a, what? So. Na gut, eigentlich könnten wir dann auch gleich noch eine Schaufel mitmachen. Den hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Du da, du da. So, muss ja auch alles in Ordnung haben. Jo. Was machen wir denn next hier?
Ja. Kein Baumstamm mehr dabei. In der Kiste war, glaube ich, auch nichts mehr drin, oder? Nee, da haben wir noch gar nichts an Holz reingetan. Fällt mir ein, wir könnten uns auch mal so eine Art Holzkiste bauen. Aber bei wem er fraglich ist, wohin hier als Nachttisch? Muss jetzt nicht sonderlich schön sein, aber naja, ne? Funktionell. Den Eimer brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. Könnte der Fancy hier auch rein? Der Walter Fendt. Und du? Ja, God of Rose, ganzen Roses. Ja, was haben wir da noch? Den Sand. Na gut, dann wird das halt ein bisschen mehr als eine bloße Holzkiste. Kiste. Eine bloße Holzkiste. Du musst weichen. Ich habe übrigens bis heute nicht verstanden, warum bei mir die Aufnahme in... Also die Minecraft-Aufnahme immer... wo wollte ich gerade hin? Ah, hier. Warum die Aufnahme... die Minecraft-Aufnahme bei mir immer... Ich kann nicht mehr sprechen. Warum die Framerate... Ja, genau. Also warum die Framerate hier immer zwischen 60 und 30 schwankt. Und zwar immer ziemlich abrupt, entweder 60 oder 30. Aufnehmen tut er sowieso in 30, aber gut. Autsch. Ich habe die Pflanze zerstört. Rüpel. Ich müsste noch Knochenmehl dabei haben. Ja. Dann ist mein Gehirn wohl doch noch nicht so eingerostet, wie ich annahm. Jetzt ist ja gerade zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwann. Wahrscheinlich eher Neujahr als Weihnachten. Und da bin ich gerade nicht so abkömmlich wie sonst. Also da bin ich Fujikato mal kurz abwesend. Deswegen sind diese ganzen Folgen jetzt gnadenlos vorproduziert. Richtig gnadenlos. Ach so, und für alle, die es interessiert. Ich nehme gerade auf der externen Festplatte auf. Zu Testzwecken und so und... Hallo. Und es scheint auch nicht so doll zu ruckeln. Ich bin da ganz zufrieden mit. Ja. Da ist es gesagt, ich bin zufrieden. Warum ich den ganzen Käse jetzt eigentlich gemacht habe, ist, weil ich das da alles reintun wollte und wir haben jetzt 3 Weed. Hey. Aber um die ging es eigentlich nicht, es ging eigentlich ums Holz. Die Seeds könnten da auch mit drin. Wobei, hier hatten wir ja die Seeds, ne? Ja, die Unterscheidung zwischen Saat und ja, irgendwelchen kleinen Pflanzen wie den hier jetzt ist auch echt schwierig. Na gut. Auf jeden Fall Brot. Brot. Wir haben Brot. Das macht mich ein wenig stolz. Haben wir denn eigentlich ein paar Strings? 6. Das reicht, ja. Gerade so eben. War das so? Ja, Hälfte vergessen. Den, wo sind die jetzt hin? Da, direkt vor der Nase. Mensch, ich klicke hier ein bisschen zu schnell rum. So. Das hat mich nämlich gestört. Wir haben uns hier zwar, glaube ich, noch nie hingelegt, aber